Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Reaction-Kanal mit neuer Kamera. Mikro leider noch nicht, aber neuer Kamera. Wir gehen rein in die Reaction. Mercedes-Benz Cup in Deutschland, in Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht. Das größte internationale Hallenturnier in Deutschland, U19. Und ich bin gespannt, was für geile Kicker dabei sind. Wir gehen rein in die Reaction. Anton, vielen Dank für diesen geilen Vlog. Sage ich jetzt schon mal vorab. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Und wenn es nicht passt, hallo TikTok, Deutschland. Ich mag es, wie ihr meine Worte umdreht und das so legt, wie ihr möchtet. Macht mal schön eine Bildaufnahme jetzt schon wieder und hofft mal darauf, dass ich irgendwas Falsches sage. Servus auch an euch. Leute, 2024 startet für uns direkt mit einem richtig besonderen Tag. Wir gehen rein, nur ruhig bleiben jetzt, egal, alles gut. Heute steht extrem viel, beziehungsweise die nächsten zwei Tage, das wird so ein Zusammenschnitt sein, sehr viel auf dem Programm, Freunde. Und zwar sind wir nämlich beim SK Gaming in Junior Cup am Stissel, powered by Mercedes-Benz. Und mal gucken, Tim, eventuell. Parallel findet auch noch der Mercedes-Benz Junior Cup statt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da waren wir letztes Jahr, wo Rapid Wien gewonnen hat. Ennis hat da alles rasiert bei dem Hallenturnier. Parallel haben wir auch noch FIFA gezockt. Die Fans da hinten. Tega, das war so krass gewesen, ne? Crazy. Die verfolgen überall diese türkischen Fans. Geisteskrank. Ich hab so Gänsehaut bekommen wegen den Fans. Er war so, Ennis war so gut gewesen. Tepicik, ich weiß, oder ich glaube Tepicik. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sein Name war Ennis Tepicik. Ich weiß nicht ganz genau. Ich bin ihm dann auch gefolgt bei Insta. Richtig cooler, sympathischer, netter Junge. War Top-Spieler gewesen. Oh, well. Oh. Dein Typ war schon frech, gell? So, ja, einfach vorbeigegangen. Digga, der kommt an jedem vorbei. Gut so, Junge. Also, was man von ihnen so in der Halle gesehen hat, war überragend, überragend. Aber natürlich, Halle und draußen ist nochmal ein Riesenunterschied. Aber was man in der Halle von ihm gesehen hat, war echt stark gewesen. Ne? Hast du eines? Dein Ball, dein Ball. Oh, geht er vorbei. Nochmal zwei vorbei, was? Die Österreicher mit 1-0 vorne und mit diesem Zwischenstand gehen brutal, brutal. Nicht in die Halbzeit! Und ich freue mich auf jeden Fall mega. Wir werden jetzt gleich auch noch zu der AMG Drivers Experience gehen. Aber ich bin nicht alleine. Tone ist auch am Start. Bro, lest mal die Mannschaften vor, die heute alle da sind. Okay, komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Stuttgart, Menu, Brøndby. Ja, Brøndby hat auch sehr gute Fans, ne? Falls das mal manche nicht wissen. Rapid, Heidenheim, Union, Freiburg, Royal, Union, Port. Stuttgart ist am Start, Manchester United, Brøndby, dänische Mannschaft, glaube ich. Rapid. Glaube ich. Ja, dänische. Berlin, Heidenheim, Union, Berlin, Freiburg. Robby, was geht? Eine Mannschaft aus Belgien, ich glaube, die ist richtig cracked. Und Rapid ist Titelverteidiger. Ach, das war's aber, oder was? Verteidiger? Letztens, als ich auch beim. Das war's? Nur 8 Teams. Oh, meine Prediction, wer wird das Ding holen? Boah, schwierig, ey. Ich sag einfach mal Stuttgart. Stuttgart hat eine sehr gute Jugendarbeit. Stuttgart hat eine sehr gute Jugendarbeit. Ich kann mir vorstellen, dass Stuttgart das holen könnte. United, Brøndby, dänische Mannschaft, glaube ich. Rapid Wien, Heidenheim, Union Berlin, Freiburg und eine Mannschaft aus Belgien. Und Rapid ist Titelverteidiger. Letztens, als ich auch beim MTU Cup war, da hat Barcelona gegen eine belgische Mannschaft gespielt. Robin, Dankeschön für 21. Kuss, mein Bruder. Im Finale gegen Antwerpen, also die sind auch 0,0 zu unterschätzen. Ich weiß gar nicht, Stuttgart. Wer entscheidet, was für Teams da dabei sind. Ich denke mal, der Turnierveranstalter. Heidenheim haben eine krasse Jugend und ja. Wir haben auf jeden Fall ein chilliges Zimmer am Start. Tone und ich haben gemeinsam uns noch eine Serie gegönnt hier auf dem Bett vom iPad. Tone, mach mal den ersten Bettsprung des Jahres. Ja.
Ich glaube, ich steif. So, und wir befinden uns, by the way, Leute, in der Nähe von Stuttgart in Sindelfingen, im schönen Baden-Württemberg. Ey, Digga, zieh mal kurz deine Hose aus und zeig. Ey, Leute, Tone hat einfach so fast sein ganzes Bein tätowieren lassen. Ich muss es euch zeigen, weil ich bin auch voll der Anime-Fan. Nein, das wird gekratzt, Leute. Boah, okay. Digga, Alter, wie krank das auf dem Video aussieht schon mal, Bro. Okay, hier oben hat er einen Löwen, Digga. Dann noch hier ist so seine Löwen. Family, Bro. Genau, das ist eine Löwenfamilie. Ah, das ist Nala von König Löwen. Und Simba? Simba. Oh, schön. Hey, Tone, Fun Fact. Ich hatte mal als Kind auch eine kleine Hündin. Und aber nur einen Monat, weil der Vermieter uns das nicht erlaubt hat. War richtig belastend, Bro, die Geschichte. Ich war da todestraurig. Und wir haben die auch Nala genannt. Nala? Weil die war auch ein halber Husky. Mit Shenlong. Wie er mit Shenlong so fliegt. Hier. Meinung zum Tattoo? Geht so drumrum, ne? Krass. Hier haben wir, oh, Super Saiyajin 2 Gohan, Leute. Einer der epischsten Momente in ganz Dragon Ball Z gegen Cell. Und dann geht's noch weiter. Und hier, Bro, das kennst du auch ganz gut. Yugi. Oh, schließ die Kommentare jetzt lieber nicht vor. Alter, aber krank. Das ist noch nicht fertig hier. Das okay. Ja, yeah, und dann, das wird alles voll gemacht, ne? Genau. Auch hinten noch. Es wird alles verbunden voll gemacht und... Krank. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja hier auf meiner Wade Son Goku wieder Fusion ansetzt. Und bei Tone kommt dann der Vegeta hin. Und wenn wir dann nebeneinander stehen, dann sieht es so aus, als ob Son Goku und Vegeta miteinander fusionieren. So werdet ihr es euch vorstellen. Wisca Tabak, Freunde, weil wir haben ja auch gemeinsam einen Fußball-Podcast. Der geht auch wie gewohnt 2024 und noch hoffentlich ganz viele weitere Jahre weiter. Aber das ist echt cool. Ich meine, wenn man von einer Firma oder so eingeladen wird, dann hast du vielleicht nur einen Termin an einem Tag. Aber es fühlt sich an so ein bisschen wie auf Klassenfahrt, weil wir sind gestern angekommen, Leute, am Freitag. Und wir sind bis Sonntagnacht quasi hier. Yes. Wo sind noch zwei Tage da? Ja, Tone, ganz kurz. Wer gewinnt dieses Jahr Ballon d'Or und Champions League? Ballon d'Or gewinnt Bellingham. Warte mal, neue Ballon d'Or kommt dann nächstes Jahr im Januar, ne? Oder? Oder kommt jetzt noch? Ne, Ballon d'Or kommt noch, ne? Oh. Und Champions League gewinnt City. Oh nee, Digga, bitte nicht. 30.10. Okay. Stark. Ich meine, du musst eigentlich Haaland gewinnen, wir machen gar keinen Sinn. Ja. Geil, Digga, hier im Keller ist noch Gym, Sauna und Pool. Können wir uns auch noch gönnen? Ja. Tone, wo ist mein Auto? Aber wir müssen runter, ne? Nee, doch. Tone ist noch ein bisschen verschlafen, Freunde. Ich glaube, Kane wird Ballon d'Or gewinnen oder Bellingham, weil ich denke, dass England... Oh, Kane? Warum Kane? Auch sehr gute Karten haben wird bei der Europameisterschaft. Massi, ist auch dieses Jahr, Leute, die Heim-EM. Und Champions League gewinnen, boah, Digga. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass Real sogar es auch wieder machen könnte, ne? Ja, kann auch sein. Oder Bayern. Ja, und die ganzen Verletzten, wenn die zurück sind, Bayern auch, ja? Ich glaube, City macht's nicht, Tone. Vor allem Bayern holt jetzt im Winter, glaube ich, ein, zwei Spieler. Also ich kann echt vorstellen, dass Bayern Champions League gewinnt. Stimmt, Jungs, denkt ihr Bayern kauft nochmal ein? Auch jetzt gerade zur Zurückrunde? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie nochmal einkaufen, ne? Harun, dankeschön für den Sub, Brudi. Vielen, vielen Dank. Zum ersten Programmpunkt fahren wir jetzt mit meinem GLE SUV. Da geil, Bro. Das ist immer so cool, wenn man das Auto anmacht, dann ist auch direkt das Mercedes-Benz-Logo auf dem Boden. So, Leute. Tone, das ist immer der Klassiker. Wischwasser nachfüllen. Das hab ich auch immer. Okay. Das neue Lied von Luciano scheppert so anders, Digga. Das ist so geil, ja. Da sehen wir auch schon den ersten kleinen Teambus von VfB Stuttgart. Nachwuchs an Bord. Ah, okay, Digga. Schau mal, da sind auch schon die ersten Shuttles. Mit denen hätten wir auch fahren können. Und da haben wir den EQS, Leute. Auch mit Folier. Ja, ist halt die S-Klasse von den EQ-Modellen, ne? Oh, da haben wir auch ein paar MGs stehen. Ah, Tone, mit denen werden wir wahrscheinlich gleich driften und so. Safe, safe. Ja? Oh yeah, da sind auch schon die ganzen Vereinswappen hier auf den Fahnen. Das haben sich jemand so viel... Ey, Tim, was geht, mein Bruder? Liebe auch gemacht. Falls ihr letztes Jahr den Vlog verpasst habt, in die Halle, in den Glaspalast, passen ja auch mehrere tausend Zuschauer. Wir können jetzt schon mal ganz schnell in die Halle das erste Mal blicken. Oh, geil, Digga. Nachher werden wir dann da FIFA zocken, Freunde. Da hinten steht auch wieder ein Auto. Im Laufe des Tages wird es dann bestimmt immer mehr gefüllt. Das ist halt wirklich so für einen Fußballer. Oder das, der Platz ist ja so gesehen, ist das wirklich so ein kleiner... E-Jugendplatz, wo du so wirklich so, das ist nicht mal klein. Igni, mein Bruder, Dankeschön für 5 verschenkte Habibi. Dankeschön, mein Bruder, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Richtig geiler Platz, ne? Überragend. Von der Größe her sogar vielleicht ein Ticken zu groß. Ticken zu groß, minimal kleiner. Vor allem dann morgen, wenn dann die ganzen Finalspiele hier sind. Leute, guck mal, was da jetzt gerade anfährt. Das ist der große Mannschaftsbus. Ich glaube, in dem kleinen waren nur ein paar Physios oder so drin. Bei uns geht's dann gleich hier los und die reisen einfach an wie die echt Profis. Ach, können wir reingehen, echt jetzt? Ach so, ist die Mannschaft gerade nicht mehr drin? Ach geil, Digga, kann ich kurz reinschauen. So, nice, Digga. Digga, das ist ja richtig clean. Hier solche roten Sitze.
Hier auch nochmal das Benz-Logo. Hinten ist immer der beste Platz, weil da kann man immer noch schön Karten spielen. Oder Digga, da habt ihr extra so Fußdings da, damit ihr eure Beine komplett langlegen könnt, ne? Das ist bei den ganzen Profibussen so, das weiß ich auch, da waren wir damals mal mit dem Mainz-Bus, sind wir auch immer zu Auswärtsspielen gefahren, also ab und zu mal, wenn wir den bekommen haben. Deren Profibus ist so, dass du deine Beine immer so ausstrecken kannst, damit du viel Platz hast. Mario Kart auf der Nintendo Switch. Ah, und hier sind auch noch mehrere. Harun, einfach nach Gefühl, Bruder. Monitore, dann können sich hier noch gemeinsam Fußball gucken. Auf diesen Holzteilen kann man sogar den Sitz noch genau einstellen. Ah, Nick Luigi ist auch am Start, Digga. Und das ist der erste Kracher hier, Leute. Der C63S, Digga. Oh, auch schon hier mit dem Facelift. Ey, fühlt ihr das, diesen Facelift, dieses unten, dieser große Bildschirm, fühlt ihr das? Ahmed, alles okay, Bruder. Danke, dass du fragst. Nicht so? Zu groß? Okay, geteilte Meinung. Swift Interior natürlich gibt es auch schon etwas länger. Schwarze Felgen, Bruder. Oh, geil, Alter. Als Viertürer, ganz, ganz früher hatte ich ja auch mal den C63 Coupé. Da gibt es ja mittlerweile nur noch den CLE. Hier haben wir dann A45S. Und Bruder, ich warte auch gerade ein bisschen, bis Fußball anfängt. Hier noch GT63S. Okay, das ist natürlich von der PS-Anzahl der heftigste hier. Wie viel PS hat der? 843. 843? Also, am roten Schriftzug erkennt man, dass hier noch ein E-Motor dazugeschaltet wird, Freunde. Also Hybrid. Und dann hat man eben zusätzlich noch mehr Leistung. Uiuiui. Hier kann man den Spoiler ja auch noch ausfahren, ne? Hier ist dann noch das E-Modell, auch richtig cool von innen. Zack, EQS, alles, boah. Also wenn man Mercedes-Fan ist, Freunde, ist hier wirklich das Paradies. Oha, hast du hier Barca-Trikot an, Digga? Ja, zum Let's go. Ich hab jeden eurer Podcast gehört. Oha, Digga, was ein Ehrenmann. Cool, danke. Mann, Digga, Tone hat Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen. Er ist als erster der Fahrer im GT63S. Achso, let's go. Oh, Digga, ich hatte genau fast das gleiche Interior, ne, meine E-Klasse. Oh. Hier ist ein Feuerlöscher unter meinem Sitz. Ja, Feuerlöscher? Doch, das kannst du dazu. Ich sag so, voll schön von innen, aber ich sag, das geht so schnell dreckig. Das geht so schnell dreckig. M440i, Ahmed. Konfigurieren. Ja. Klar, Digga. Am Lenk. Nein, ich kann jetzt nicht skippen, Leute. Gerade können wir die verschiedenen Fahrmodi einstellen, Leute. Hier jetzt einfach mal auf Sport Plus. Wir sind übrigens mit dem AMG-Mitarbeiter per Funk verbunden. Er wird jetzt hier mit der A-Klasse vorfahren. Und es geht jetzt Richtung Schwarzwald. Schön auf der Landstraße, damit wir auch ein bisschen Gas geben können. Kannst du mich auch hören jetzt? Obwohl, doch, ich skippe das mal. Weil wir wollen Fußball. Nichts gegen dich, Anton, aber die Reaction, wir wollen Fußball sehen, mein Bruder. Nicht böse gemeint. So. Leute, Freunde, gleich gucken wir uns das erste Spiel an. Aber als allererstes gönne ich mir hier eine gediegene Vollkornpasta. Sogar die Getränkekarte ist hier gebrandet. Oh, Digga, danach noch ein Stück Kuchen. Ja, und eine Gulaschsuppe noch. Der junge Mann, Freunde, hier mit PSG-Jacke und Argentinien-Trikot drunter, warte. Ah, jawohl. Hatte letztes Jahr von mir schon Unterschrift bekommen und jetzt dieses Jahr wieder. Was hast denn du für ein geiles Trikot hier mitgebracht? Geil, Mann, was für ein nices Muster. Hinten, hast du hinten auch jemand drauf? Ja, Lewandowski. Ah, Lewandowski, nice, okay. Besiktas oder was? Und Galatasaray. Und Barca. Abonniert den Bischof.at. Ey, er will eigentlich Werbung machen. Lasse hört jede Folge von unserem Podcast. Ehre. Der ist so süß mit dem Barca-Trikot auch. Und ganz viele Gala-Fans auch, ne? Ultra Aslan. Ui, wie süß. Tone, bist du schon im Match? Ja, Bro. Wir kämpfen gegen Nick. Oh, viel so ein Aus spielt gerade jetzt Union so. Berlin. Und der Levis, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Kabil, alaikum salam, mein Bruder. Gegen Freiburg, oder? Oh, da gucken wir jetzt mal zu. Geil, Digga. Da hab ich Bock drauf. Der sieht aber auch richtig geil aus, ne? Hier sind die Pokale, Leute. Für beide Turniere. Einmal auf der Playstation und einmal quasi auf dem echten Rasen. Was hat denn der für heftige Felgen auf? Mit Barca-Trikot. Zeig mal. Gabi, nice, nice. Ich komme gleich, ja, Jungs. Ich schau das Spiel kurz. Da ist die Ersatzbank von den Freiburgern. Und wir stellen uns jetzt mal direkt hin, Leute. So. Freiburg gegen Union Berlin. Das ist erst, was geht. Manchester United hat das erste Spiel 4:1 gegen Union Berlin verloren. Boah, Union 4:1 gewonnen. Aber die Gruppenphase hat erst frisch begonnen. Morgen sind dann auch die ganzen Platzierungsspiele. Aber es geht langsam auch schon immer mehr um die Wurst. Oh, oh, oh. Abschuss. Oh, gute Parade. Na, es gibt, Alter, schon mal. Oh, da wollte er mit der Hacke mitnehmen. Habt ihr das? Hat dran, Luis! Okay. Ja, Leute, da merkt man sofort so einen 1-1. Riesigen körperlichen Unterschied. Oh, nächste Parade. Letztens waren wir auf dem U15-Turnier, Freunde. Da war es auch schon sehr körperlich. Aber hier merkst du natürlich schon, dass die Jungs 3-4 Jahre älter sind. Geht richtig zur Sache. So, immer noch 0-0. Oh, guter Schuss. Ja, knapp über die Latte.
Gut behauptet. Nochmal spielen, ja? Oh, nein! Oh Gott! Hat! Schiri gibt nicht den Elfmeter. Jetzt hat er ihn rein. Oh mein Gott! Levis. Ich sag doch Levis. Hab ich Luis gesagt? Levis. Er hat übrigens ein. Muss er machen. Nein! Nicht den. Hat. Schiri gibt nicht. Sondern den jetzt. Jetzt hat er ihn rein. Oh mein Gott. Ich hab übrigens 1-0 hinten, Leute. Ich hab das Tor verpasst von Freiburg. Dreht doch mal auf. Erhöhen Sie jetzt aufs Zweite. Okay. Spiel rüber. Gut gespielt. Und? Oh, gutes Torwartspiel vom. Digga, den nochmal anzuheben. Super. Guck mal, warte. Mal auf. Erhöhen Sie jetzt aufs Zweite. Achte mal auf sowas. Guck mal, er weiß, wenn er auf ihn zuläuft, er muss ihn ein bisschen anchippen. Damit er ankommt, er muss ihn ein bisschen anchippen. Ja, gut. Und? Oh, gutes Torwartspiel vom Keeper, dass er rausgekommen ist. Schaut mal an, was für eine Maschine der 21er ist von Union Berlin. Levis. Absolute Maschine. Oh, geiler Pass. Oh, was ein Zuckerpass. Digga, Halle ist so geil. Es geht hin und her. Hin und her. Durch die Gasse. Boah, das hat er krass gemacht. Überdoppelte Bande. Ja. Was war da drin? Der war drin. Super. Boah, was eine geile Vorarbeit. Super gemacht. Eins. Boah, das hat er krass gemacht. Überdoppelte Bande. Was war da? So in die Ecke geschweißt. Der war drin. Digga, ich sage dich, wisst ihr, wie anstrengend es ist? Wisst ihr, wie anstrengend es ist, Chat, dort zu spielen? Es geht hin und her. Es ist so anstrengend. Boah, was eine geile Vorarbeit. Erstmal geht er über Banner an dem einen vorbei und dann spielt er nochmal über Banner den Pass. Oh, Bruder, was ein geiler Assist schon wieder. Muss er nur noch den Fuß reinhalten. 2-1 wieder für Freiburg. Jetzt hat. Überragender Pass. Schon wieder. Überragend. Ey, da sind schon echt gute Kicker dabei, ja? Fuß reinhalten. 2-1 wieder für Freiburg. Jetzt hat. Digga, den jetzt rüber zu spielen, überragend. Boah, super Schärfe auch. Und wenn er den nicht das Eigentor macht, dann macht der andere den rein. Oh, Eigentor! Oh, wie unlucky. Er wollte doch retten. 2-2. Zurück. Ey, Chat, mit was für Schuhen würdet ihr da spielen? Würdet ihr da auch mit Hallenschuhen spielen oder mit Kunstrasen oder mit was für Schuhen würdet ihr da spielen? Was sagt ihr? Das ist ja so ein Kunst, also das ist ja so ein. Der sieht ziemlich hoch aus. Und ich kann mir vorstellen, manche spielen da auch mit Rasenschuhen und die müssen da richtig aufpassen, weil da kannst du dir alles reißen. Komm mal. Ja, guter Laufweg. Schönes, direktes Spiel! Richtig gut gespielt da. Ja. Ich habe da nicht mitgespielt. Mein Jahrgang wurde nicht eingeladen zum Mercedes-Benz Cup. Überragend aus. Sehr gut gespielt da. Ja, guter Laufweg. Ja. Schönes, direktes Spiel. Alter. Überragend ausgespielt, wirklich. Wie der einen sich erstmal Zeit lässt, dann den Ball in die Mitte, der spielt direkt und dann lässt er nochmal direkt klatschen. Sofort. Abschluss, also besser kannst du es nicht machen, Digga. Und da ist er. Da ist die Maschine, Leute. Schau mal, keine Chance für den anderen, da an den Ball zu kommen. Und Schiri gibt das Foul. Ah. Geh mit. Ja, gut. Wichtig. Zu riskant. Oh, durch die Beine. Oh, Torwart hält. Nein. Oh, nochmal nachfassen. Union Berlin dreht das Spiel gegen Das war ein bisschen zu riskant. Oh, durch die Beine. Oh, Torwart hält. Nein. Oh, nochmal. Ja, ich weiß, 4-1 gegen Menu gewonnen. Passen. Mein Lieblingsskill im Game ist Übersteiger. Union Berlin dreht das Spiel gegen starke Freiburger. Gewinnt bereits ihr zweites Game. Ein Favorit bis jetzt. Da hinten, Leute, ist der Zehner von den Belgiern. Der soll richtig krass sein und die spielen jetzt gegen Manchester. Bin ich mal gespannt jetzt. United. Die müssen jetzt eigentlich schon gewinnen, weil sonst verlieren sie 2 am Stück. Ey, ich glaube, der war letztes Jahr schon dabei, aber da war der wahrscheinlich noch der jüngere Jahrgang. Der Kapitän von Man United hat aber auch ein bisschen was von Paul Scholes. Schieß, Digga. Oh, mit dem Chipball, Kopfball. Torhüter. Geil gespielt. Alle sind immer so crack. Ah, die Belgier ziehen sich erstmal zurück, Digga. Stehen da mit einem 3-2-System hinten drinnen. 3 Verteidiger und 2 davor. Ein kleiner Bauen. Digga, ich sage euch, auch wenn es eklig ist,
ist es nicht mal so unclever, wenn du dich so gestaffelt hinten reinstellst. Ich sag euch ganz ehrlich, es ist ekelhaft dann, ekelhaft. Pass ruhig auf. Oh mein Gott, Digga! Holz, Holz, Alter! Zwei System hinten drinnen, drei Verteidiger und zwei davon. Engländer bauen uns ruhig auf. Oh! Richtig gut gemacht, ja. Ich glaube, er wollte nicht so antippen, dass er nach oben geht, aber trotzdem. Digga, Annahme, Abschluss in einem Fluss war schon stark. Oder? Ruhig auf. Bop, bop. Oh mein Gott, Digga! Holz, Holz, Alter! So, der erste Touch und dann halb aus der Drehung haut er ihn rein. Stark! Das sieht so cool aus, wenn die ihre Trikots tragen. Leute, der Trainer von denen kaut so schnell den Kaugummi. Ich hab sowas noch nie gesehen, Digga. Die sind so elektrisiert hier. Wo ist der Zehner von Union? Oh. Da ist ja der Zehner gerade, Leute, genau neben mir. Die müssen jetzt den 1-0 Rückstand drehen in der zweiten Hälfte. Ihr sollt stark sein, oder was? Habt ihr ein Spiel? Habt ihr ein bisschen was von ihm gesehen? Yes, on you! So, so, zum Ball, zum Ball! Oh, nee! Hier rechts! Oh mein Gott! Spiel rüber! Oh! Jetzt ja! Alter, am Ende macht er sogar selber, Digga. Was war denn das für eine Aktion von ihm da? Über den Spieler drüber. Eieieiei. Gott sei Dank ist da echt noch ein Tor draußen gestanden. Der hätte fast noch verkackt. Jetzt vielleicht das nächste Tor. Aber die sind so offen. Die standen am Anfang mit zu 4 zu 5 in der eigenen Hälfte. Und jetzt werden die brutal ausgekontert. Ja, wenn du halt eins kassierst, ein so ein Tor, wie der eine das gemacht hat, dann musst du halt aufmachen. Ne? Das ist gerade voll überraschend. Die spielen die Belgier an die Wand. Das nächste Tor für den Neuner. Cesar. Voll überraschend, weil die Belgier sind eigentlich eine Favoriten des Turniers. Und Man United hat das erste gegen Union 4-1 verloren. Jetzt gewinnen sie gegen andere Favoriten 4-0. 4-0 für die Belgier. Macht's alleine. Alles alleine. Schau mal, schau mal, schau mal. Er lässt sich nicht fallen. Boah. Boah, was eine Ballrolle. Oh, das hätte auch ein Tor verdient gehabt. Schade. Ey, diese Ballrolle müssen wir bitte nochmal in Slow-Mo einblenden. Die war ja so clean und so. Ja, Mann, so sexy. Bro, the overhead flick was so smooth, yeah. Yeah. Das ist der ganze Staff vom VfB. Ich glaube, die haben irgendwie 8 Mitarbeiter mitgebracht, inklusive Coaches, ihr eigenes Maskottchen. Digga, die nehmen das, die nehmen auch, ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, Lukas, ich weiß es noch nicht, Brudi. Morgen auf jeden Fall. Dass die ganzen Mannschaften, die nehmen dieses Turnier auch sehr, sehr ernst, also was heißt sehr, sehr, doch, sehr, sehr ernst, ne? Das ist schon ein sehr, sehr angesehenes Turnier, ne? Mercedes-Benz. Das ist ein sehr, sehr angesehenes Turnier. Das ist wirklich erstaunlich. Oh, 1-0, Leute, für das Team aus Dänemark. Wundert euch nicht, Freunde, es gibt zwei Teams. Ihr wisst zwar, Brøndby, Hani Mukta hat da gespielt. Er war da einfach, Bruder, er war da unglaublich. Mit gelben Trikots auflaufen, das ist jetzt ein anderes. Aber ich glaube, die Stuttgart haben natürlich hier nochmal extra Motivation. Ist ja quasi für sie ein Heimspiel. Oh, schieß doch! Ja! Oder halt so. Ah, oder ist der Ausgleich? Boah, gute Drehung, geile Bewegung. Nochmal mit einem Übersteiger, macht selber! Geile Bude! Boah, gute Drehung, geile Bewegung. Nochmal mit einem Übersteiger, macht selber! Geile! Sehr, sehr stark, Digga. Sehr, sehr starke Bewegung. Sehr starker Angriff. Dieser Kontakt hier gefällt mir. Einmal mitnehmen, direkt auf. Boah, gute Drehung. Super vorgelegt. Drehung, geile Bewegung. Übersteiger aus. Boah, stark. Sehr, sehr stark. Nochmal mit einem Übersteiger, macht selber! Zu stark spekuliert vom Verteidiger, aber auch trotzdem gut gemacht. Digga, da sind schon echt gute Spieler dabei, ja, muss man sagen. Geile Bude, Digga! Oioioioioi, mit der Nummer 2! Nummer 2, Digga, ich kann's nicht glauben. Das ist ein Klatschen. Oh, nochmal mit der Fetten. Ja, da ist er. Da ist er, Benjamin. Ruhig. Goal, Alter. Kriegt er nochmal zurück, ja. Richtig so! Klatschen. Oh, nochmal mit der Fetten. Er hat ihn selber geschubst die ganze Zeit. Guck mal. Schubst. Wieder schubst er. Ruhig. Kriegt er nochmal zurück, ja. Bravo. Nicht hier. Bravo. Sieht man das? Hat man es nicht gesehen? Sehr gut.
Ah, sich gut zurückerobert. Frustfoul. Ah, oh, da ist jetzt echt schon gute Aggressivität dabei. Uiuiuiuiuiui. Hier vorbei. Ja, super. Komm, oh, ah. Digga, was haben da manche für eine Ballführung? Ah, oh, da ist jetzt echt schon gute Aggressivität dabei. Uiuiuiuiuiui. Hier vorbei. Ja. Boah, Bruder. Digga, ich bin gerade von manchen Spielern echt. Hier vorbei. Ja, super. Komm, ah, nein. Digga, seine Bewegung ist trotzdem sehr stark. Sein 1 gegen 1 Verhalten, dieser einer Übersteiger, nochmal ein bisschen weiterlaufen, nochmal Übersteiger links vorbei, mit rechts und links und seine Ballbehandlung auch generell an seinem Fuß, das sieht man sofort, dass es, findet ihr nicht? Schade, dass er nicht direkt abgeschlossen hat. Schaut mal. Gute Aggressivität dabei. Uiuiuiuiuiui. Guck mal seine Bewegung. Ich finde seine Bewegung super. Vorbei. Links ja, vorbei. Super. Enge Ballführung. Komm. Ah, nein. Schade, dass er nicht direkt abgeschlossen hat. Links, aber Schiri gibt es Foul. Mir sehr gefallen. Wie hat der bitte noch sein, ich küsse dein Herz, Bilo, Bein da reingestellt? Was ein Reflex. Geil. Oh, nein. Schade. Oh, das wäre traumhaft gewesen, Mann. Allein alles, wie das Tor schon angefangen hat, mit der Brustablage und dann noch mit der Hacke. Macht so Bock, hier zuzuschauen. Voll gefallen. Ah, da ist jetzt echt schon gute Aggressivität dabei. Uiuiuiuiuiui. Voll gefallen. Hier vorbei. Ja, super. Digga, wollt ihr mir sagen, wenn wir uns jetzt sowas angucken, so eine Bewegung, ja? Wenn wir uns so eine Bewegung angucken, Digga, das ist Tag und Nacht zu manchen Spielern von Wenn wir jetzt schauen bei Find the Pro. Das ist Tag und Nacht. Das sieht man bei der Ballmitnahme. Das sieht man bei der Bewegung. Ich finde, das sieht man einfach. Gute Aggressivität dabei. Uiuiuiuiuiuiui. Real Talk, guck dir das mal an. Hier vorbei. Ja, mal, super. Komm, ah, nein. Schade, dass er nicht direkt abgeschlossen hat mit links. Aber Schiri gibt das Foul. Oh, nein! Oh, das wäre traumhaft gewesen, Mann! Allein alles, wie das Tor schon Bald, Erde, mein Bruder, bald. Fanger mit der Brustablage und dann. Ja, Stuttgart sage ich auch, einer der besten NLZs in Deutschland, safe. Mit der Hacke. Das macht so Bock, hier zuzuschauen, weil das Niveau einfach wieder so hoch ist. Jetzt zockt der Titelverteidiger Rapid Wien. Letztes Jahr hat Ennis hier alles auseinandergenommen gegen den ersten FC Heidenheim. Ja. Oh, was ein blitzsauberer Konter von den Österreichern. Digga, da sind echt gute Spieler dabei. Da sind echt gute Spieler dabei, ne? Junge, die Rapida kontern aber auch eiskalt immer die Heidenheimer aus. André, was geht? Die sind immer drauf und dran, Tor zu schießen und dann zack, zack, die machen schnell eins. 3:0 wieder, meine Güte, die sind schon wieder so gut. Er hat gerade eben schon ein sehr feines Tor gemacht. Okay, 1-1. Oh, durch die Beine, Leute. Oh mein Gott. Mach ihn allein. Oh, spielt rüber. Nein! Oh, leider nicht perfektes Zuspiel, aber jetzt muss trotzdem rein. Noch im Spiel, ja. Und Tor. Bravo. Alter, Digga. Was ein Panner, Mann. Wir haben es perfekt aufgenommen. Also, komm mal dran. 1-3, 3 Minuten noch Zeit. Tone. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Der Mann ist E-Sportler, okay? Alter, du bist 7-1 hinten, Digga. Ah, okay, immerhin Elfmeter. Luca Mutter. Ja, das 2-7, Bro, das bringt auch nicht so viel. Aber immerhin nicht 2-8. Und du nimmst Tone gerade komplett auseinander, oder was? Alter. Anton! Leute, Tone war. Der Ton hat sich. Ja, komm, aber. Box aber. Sei mir nicht sauer, Jungs, aber ich mach nur Fußball, ja? The Red Light, alaikum salam. So. Ist halt Messi. Oh Mann. Okay, ich schau jetzt noch schnell das letzte Spiel an von Man United. Oh, Fehler. Uiuiui, was ein Fehler, Digga, vom. Digga, wie chillig ist einfach der Torhüter?
Und wie chillig läuft er da einfach zurück? Abstimmung her! Guck mal, wie gechillt. Und gechillt. Fehler? Uiuiui, was ein Fehler, Digga, von der Abstimmung her, von der Hintermannschaft von Man United. 2:0 für die Freiburger gegen Man U. Das Gute ist, dass heute noch keine Mannschaft rausfliegt aus dem Turnier, sondern das morgen noch beim Finaltag gut machen können. Gut, ja. Und Anschlusstreffer für... Super Annahme und Abschluss. Man merkt einfach die Unterschiede. Tut mir leid, Chat, man merkt einfach die Unterschiede. Und Anschlusstreffer für Man United. 2-1. Oh, traumhaft gespielt. Richtig geduldig und ruhig. Genauso muss man es machen. 3-1. Nee, stimmt. Man Jugend war irgendwie gefühlt noch nie so richtig krass. Hier seht ihr nochmal die Hall of Fame, Leute. Joshua Kimmich war damals am Start mit dem Digga, Rashford war da, Sané war da. Auf die Stuttgart, Markus Rashford, Leroy Sané noch zu Schalke-Zeiten, Nuri Sahin oder Benedikt Höwedes. Also fast jedes Jahr ploppt hier eigentlich ein Star dann aus den Jugendmannschaften heraus. In den Block wollt ihr? Ah, Irman mit Barca-Jacke. Geil. Und du auch? Ui, nice. Sogar mit Shorts, ne? See it, unseren Trainer. Ich war leider nie da gewesen. Wir waren mit meinem Jahrgang, haben wieder keine Einladung bekommen. Aber die nach uns haben, glaube ich, wieder eine Einladung bekommen. Leute, alle wollen in den Vlog. Jetzt seid ihr's. Und zeig mal deine Handyhülle wenigstens. Wasser! Okay, damit hast du dich qualifiziert. Ah, Digga, das sieht doch nice aus, ne? Mit Unterschrift. Was? Ja. Super. Kannst du reinnehmen, dass du das hier mal herum... Du bist schon... Digga, einer presst richtig. Und drin, Bruder. Willst du nochmal drin? Du bist drin schon. Ja. Danke. Okay. Hi, wir grüßen Kiki Bonbone. Hallo. Sieh mal doch kurz das Video. Von Betreuung. Das war in der Sauna. Man hat dann eigentlich nicht mehr so viel passiert. Wir haben nur noch mit... Nächste Tag. Ich auch nochmal die Übersicht. Neun Jahre. Von den ganzen... Sorry, Leute, ich will Fußball sehen. Tut mir leid, also Mann, nicht, dass jetzt wieder irgendwas kommt mit, ja, warum lässt du jetzt andere nicht laufen? Ich will einfach nur Fußball schauen. So, es geht weiter. Ich hab mit der Turnierleitung hier gequatscht, Freunde. Zurück zum echten Fußball. Man United ist rausgeflogen. Oder keine Ahnung, was du meinst mit Steckung. Und jetzt beginnt das erste Halbfinale. Zwischen dem Titelverteidiger Rapid Wien und VfB Stuttgart, Freunde. Was meint der Halbfinale? Fußball. Man United ist rausgeflogen. Und jetzt beginnt das erste Halbfinale. Halbfinale. Zwischen dem Titelverteidiger Rapid Wien und VfB Stuttgart, Freunde. Oh! Digga, was für ein Tor. Einfach von drei Spielern umringt und knallt den trotzdem noch rein. Oh, der macht das! Aus der Drehung! 1-0 für Rapid. Bisschen Glück gehabt, aber auch davor den Ball super abgeschirmt. Die Nummer 9, Leute! Oh, macht direkt das Tor! Also der Neuner gefällt mir von Stuttgart. Wie heißt der? Wer ist denn der Neuner von Stuttgart? Der hat Profivertrag, Yunus. Krass. Rapdown, ja, ab und zu. Wer ist der Neuner von Stuttgart? Guter Junge. Er ist auch amtierender U17 Europameister übrigens. Oh, krass. Mit dem Ausgleich. Elfmeter! Schiri gibt. Oder 9 Meter hier, ne? Alter, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Er behält. Alter, Klaus hier, aber auch geile Stimmung, Mann. Arena auch auf der anderen Seite. Jairzinho Malanga, der hat mir echt gefallen. Komplett voll. 2-1 Stuttgart. Uiuiui, gut abgelegt. Über Bande! Oh. Oh, über Bande! Das ist so ein Cheatcode in der Halle. 2-2. Gelegt. Stark gemacht. Über Bande! Oh. Oh, über Bande! Das ist so ein Cheatcode in der Halle. 2-2. Das ist so eine Maschine, der Kapitän vom VfB. Doch aus schon auch wie. Oh! Mit dem Abstauber! Bin mal gespannt, wen wir von den Jungs in der Bundesliga sehen in den nächsten Jahren. Das Klatschen, na, da passt er auf, der Österreicher. Boah, was für ein Tempo er mitnimmt!
gute Grätsche aber. Ach, man darf nicht grätschen, ne? Auch die Stuttgarter mit dem Ball gewinnen, kommen über Konter. Über geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ja. Schieß selber. Ist okay. Man merkt, Leute, das Niveau ist jetzt hier sehr, sehr hoch schon im Halbfinale. Und Abschluss. Oh, verzögert er. Nein, kein Foul. Also, sorry. Also, tut mir leid. Jetzt kommt von mir nicht. Nein, niemals. Sonst sage ich ja immer, nein, niemals. Nein, niemals. Kommt jetzt nicht mehr, sondern jetzt kommt ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Weil, super Spieler dabei, ehrlich. Richtig talentierte Jungs, wo man einfach merkt, da merkt man einfach, das ist ganz anders. Das ist ganz anders, das merkst du sofort. Guter Spielfluss gerade. Oh, verzögert, nein. Oh, nochmal gut gemacht. Das merkst du sofort, Digga. Eigentlich hat das fast verstolpert, aber dann doch noch wieder gut gemacht. Jetzt hat's. Oh, das Drehen. Oh abgefälscht, 3-3. Alter, ein Drama hier schon. Meine Güte. Oh, die Stuttgarter. Bruder, nicht nur Talent, Yunus, da merkst du einfach, die haben eine ganz andere Ausbildung, die haben eine ganz andere... Einfach, Bruder, wie die Fußball spielen, das merkst du einfach. Ja, safe, Salami-Captain, 100%. Und jeder von euch, der ein bisschen Fußball lebt und liebt und kennt, der weiß auch, dass es so ist, das merkst du einfach. Das merkst du sofort, finde ich. Holen jetzt sogar einen zusätzlichen Feldspieler rein, auf Risiko, obwohl es unentschieden steht. Oh mein Gott, was ein Abschluss! Boah, mit links von da stark. Holy Macaroni! Wer war denn das? Der Vierer, oder? Boah, geile Bude! Oh, war Verlust! Oh, wollen wir noch Fuß reinstellen? Schafft's nicht! Oh mein Gott! Oh, gestrecktes Bein! Alter, was war denn das für eine Bewegung? Oh, sehr, sehr geiler Techniker. Kein Foul, sagt der Schiri. Oh, war Verlust! Oh, wollen wir noch Fuß reinstellen? Schafft's nicht! Oh mein Gott! Oh, gestrecktes Bein! Alter, was war denn das für eine Bewegung? Oh, sehr, sehr geiler. Bruder, was war das für eine Bewegung gerade? Der ist Profi bei Rapid? Boah. Hast du da mitgespielt? MKRB 8? Hast du da mitgezockt? Schick rein, schick den einer meiner Mods. Oder? Boah, geile Bude! Oh, war Verlust! Oh, wollen wir noch Fuß reinstellen? Schafft's nicht! Oh mein Gott! Oh, gestrecktes Bein! Alter, was war denn das für eine Bewegung? Oh, sehr, sehr geiler Techniker. Kein Foul, sagt der Schiri. Er spielt zweite Mannschaft. Stuttgart die Vorentscheidung setzen! Oh ja! Digga, sorry, ich bin echt, ich will nicht sagen, ich bin, ja, es ist einfach ein Unterschied von Tag und Nacht. Die Jungs, krass, also es macht echt Spaß zuzugucken. Oh, da ist das! Wieder geil gemacht hier von Benjamin. Borke, Nummer 10er mit der Vorarbeit. 5-3. Das sollte reichen fürs Finale. 40 Sekunden, oder? Ich fasse es nicht, Leute. Das Finale läuft bereits hier schon beim E-Junior Cup. Und Robert führt nach Hin- und Rückspiel gerade 7-2. Das kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Das gibt's nicht. Der deutsche Meister ist draußen. Andere ist rausgekickt. Digga, wir sind... Ja, Chrissy, 100%, Bro. ...sind hier vielleicht dabei, wo ein, ich übertreibe nicht, ein krasseres Talent als vielleicht anders geboren wurde. Der ist noch jünger als anders damals. Und ich habe gerade erfahren, dass ich ihm den Pokal übergeben werde. Ey, das freut mich voll. Der hat sich auch noch über meinen Online-Qualifier qualifiziert, Digga. Und er ist ja auch voll der treue Zuschauer. Alter, ich fanboy ihn, glaube ich, gerade mehr als er mich. Das war's, Leute. Er hat's geschafft. Was für eine Geschichte, ich glaub's nicht. Fair Play. Robert, vamos. Geil. Richtig süß, Digga, richtig schön. Jawohl, nice Bild. Komm, süß einfach. GG's. Wir sind vorhin fast ins Training gekommen, gell? Also schon nach einem halben Jahr. Lirion, wegen so einen mache ich Controller an WL kaputt. Digga, ja. Weil ich emotional wurde, weil ich mich wirklich gefreut habe. Robert, herzlichen Glückwunsch. Opa! Ja. In der Zwischenzeit haben es so. Die Unioner geschafft im zweiten Halbfinale. Nach der ersten Hälfte schon... Zeig doch das Spiel, Anton! Keine Ahnung, Bleran, ich kann das nicht beantworten, weiß ich nicht. Eine 3-0-Führung aufzubauen. Aber keine Sorge, das Finale werden wir uns dann wieder komplett gönnen. Ja, da ist auch Frust natürlich dabei bei den Freiburgern. Stuttgart wahrscheinlich dann gegen Union Berlin. Eine Halbzeit geht hier 9 Minuten, also ganz ehrlich, Leute, selbst 3 Tore.
Digga, 18 Minuten auf so einem Platz. Auf so einem Platz. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Ich muss mir auch mal so ein Turnier besuchen, wa? Warum nicht eigentlich? Tore-Rückstand kann man hier noch aufholen. Ich würde es noch nicht endgültig abschreiben. Ein schnelles Tor und dann glauben sie wieder dran. Der ist drin! Ich fass es nicht. Bitter ist das, bitter. Also schlimmer kann es nicht starten. Boah, Digga. Da tut der Spieler mir aber auch leid. 5-0. Abstaub. 5-0, Digga. Genau, richtig, da muss ein Stürmer stehen. Gut abgelegt, ja. Bruder, was machen die mit denen? 6-0 einfach. Levi ist stark abgelegt. Ganz entspannt zum 6-0. Lukaku, Leute. Gut, Levis Junge. Alter, was für ein mein Körper Spieler. Hat der, Digga. Meine Güte, da hat man so eine Nahaufnahme. Der hat perfekt sehen können. Ja, wen haben wir denn da, Leute? VfB-Legende. Der Mario. Mario Gomez, auch zu Besuch. Bro, zeig mal deine Handyhülle. Wie cool ist denn die, Mann? Mit Ronaldo Messi. Ja, ja. Bruder, er soll die reinschicken. Ich weiß nicht, warum. Auf was erwartet, Leon? Warum schickst du nicht rein? Die Lichter gehen aus hier in der Arena. Union Berlin trifft auf den VfB Stuttgart. Auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, Leute, wenn ihr mehr Bock habt auf solche Turnier-Vlogs. Vamos, chiquitos. Mir fällt doch gerade ein, demnächst spielt die U19 von Barcelona in der Youth League gegen FSV Mainz 05, Leute. Da könnten wir eigentlich auch mal hingehen und dem Noah zuschauen, der ja auch U17... Muss man auch mal loben, Jungs, wenn sowas ist. Ich bin der Letzte, der nicht... Sehr, sehr krass. Ich zeig's euch. Groß. Ich entschuldige jetzt die Qualität, aber ich denke mal, das wird gut genug sein. Ab, Übersteiger. Vorbei. Zidane. Einfach, Bruder, drei Spiele hops genommen. Zeigen die es in der Wiederholung, ja, Mann. Der Lucky Punch in diesem Duell. Sindelfingen. Wir gehen links, in die letzte Rolle. Spielminute. GG, Bro, sehr stark gemacht. Feier ich. Ich liebe so eine Spieler wie du. Dark, Übersteiger, noch eine Finte. Ball. Oh. Nochmal, wir genießen es nochmal. Wem gelingt hier der Lucky Punch in diesem Duell? Sindelfingen, wir gehen mit links, beidfüßig, Rolle. Und wenn er dich erschält, bist du durch. Stark. Sehr, sehr stark, ehrlich. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark, Digga. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr cool, Digga. Gib Gas, Bruder. Gib weiterhin Gas, ne? Gib weiterhin Gas. Damit Streich keine Chance mehr hat und dich nach oben holen muss. Ob er will oder ob er nicht will. Weltmeister wurde. Schaffst du mal die Ja, Bruder, es waren drei Gegenspieler. Das ist dieses... Mann, ich liebe dieses Bapp-Finte, noch ein Übersteiger, weiterlaufen, dann mit links diese Rolle machen oder mitziehen den Ball, dann Zidane an drei Spieler vorbei, sehr, sehr geil. Und da muss man dann auch mal Props aussprechen, ist einfach mal so. Kommentare, wenn ihr auch mal Bock habt auf einen Youth League-Vlog. Sind in die Mitte. Abschluss mit Linkfuß, und er macht nicht den Abstürmer rein. Ich würde sagen, in Anfangsminuten gefällt mir Stuttgart ein wenig besser, aber die Unioner haben gezeigt, vor allem im Halbfinale, was sie drauf haben. Und auch davor gegen Teams wie Manchester United auch gewonnen. Schöne Auftaktbewegung. Kein Fehler, Levis. 21er. Kein Fehler, Levis. Auch gut dagegen gehalten, hier von den Schwaben. Ja. Ich mag den Neuner von Stuttgart. Den Fuß irgendwie rein, können sich befreien mit dem Befreiungsschlag, nein. Raptor und Dankeschön für den Sub, Brudi. Vielen, vielen Dank. Unioner wieder mit dem Ballgewinn. Oh, jetzt hat... Oh, Platzparade. Jetzt probieren sie es mit Gewalt über die Bande. Okay. Einfach mal Abschluss. Oh, ein bisschen leicht Unsicherheit. Oh. Mit Nachschuss. Oh, nein. Oh, das macht er geil, der Neuner. Oh. Alleine. Ach, ich mach ihn alleine. Nachschuss. Oh, nein. Stimmt. Bro, sag mal von deiner Meinung her, ehrlich, wer für dich der Beste war? So, der beste Spieler. Marvin heißt er, Marvin. Mein Bro, Marvin. Ehrliche Meinung. Oder wen fandest du gut, welchen Spieler?
Nummer 8 von Union war krass, okay. Oh, das macht er geil, der Neuner. Oh, mach doch alleine, schieß doch lange Ecke. Oh, war in dem zweiten Versuch fast. Oh, aber überragend verteidigt von den Hauptstädten. Enrico, was geht, Brudi? Da liegt einer noch am Boden. Schiri unterbricht noch nicht das Spiel jetzt. Hat. Jetzt passiert's. Oh, nächste Parade. Meine Güte, die Torhüter hier, beide on point. Weniger als 3 Minuten noch zu gehen. Wird das Finale in der regulären Spielzeit entschieden oder nicht? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Duell. Guter Ball. Ja. Jetzt! Also, Real Talk, Leute, ich muss wirklich sagen, echt geile Kicker dabei. Wirklich geile Kicker dabei, Digga. Muss man wirklich sagen. Macht Spaß zuzuschauen. Wahnsinn! Was eine schöne Bude! Der Ball wieder vom Zehner, meiner Meinung nach. Quasi der Pre-Assist war ausschlaggebend. Aber dann auch über die Bande wieder fein gemacht. Genau so muss er es machen. Besser kannst du es nicht spielen hier. Ja, macht er gut. Körper rein, ja, perfekt. Er macht selber fast. Oh, schade, Mann. 100 Sekunden noch. Problem bei Levis ist, dass er nur mit Coacher kommt. Es gibt viele, die in der Jugend deswegen abreißen, aber sobald die anderen körperlich aufholen, mit dem Alter fallen die dann oftmals ab. Ja, habe ich öfter gehört und ja, irgendwo fühle ich den Punkt auch. Union probiert es jetzt für die letzte Minute noch mit dem zusätzlichen sechsten Feldspieler. Oh, oh Gott. Boah, macht er geil. Abschluss. Aber fußballerisch ist Levis auch schon gut, aber ich sag ja, wir gucken danach das Video von Cubanito. Ich sag ja, Kleinfeld oder Halle, glaub mir, es ist ein riesen, also natürlich, du kannst sehen, wer ein geiler Kicker ist, wer eine geile Technik hat, wer einfach diese Spritzigkeit hat und einfach diesen Flair, aber ich sage euch, es ist ein riesen Unterschied von Halle zu Großfeld. Digga, es gehört taktisch dazu. Laufwege, wie verhält man sich? Es sind viele Sachen. Aus. Rapdown, ja, ich überlege, warum nicht, wenn es mal ein nächstes Turnier gibt, was in der Umgebung ist, dann mache ich es auch mal. Ja. Oh, Tor ist frei. Ja. Oh, macht er gut, Alter, wie er den noch rausfischt mit seinen Händen. 30 Sekunden noch. Union mit einem Mann mehr. Oh. Oh, lalala. Tor ist frei. Oh. Schnell, er muss fallen. 8 Sekunden noch. Es muss so schnell gehen. Fein ist. Schnell vor als Tor. Das war's. Stuttgart gewinnt. Alter, weiter. Den Mercedes-Benz Junior Cup 2024. Herzlichen Glückwunsch. Warte, ich geh auch aufs Feld. Können wir auch machen. Das sind doch Emotionen, Freunde. Schau mal, wie sie sich freuen. Geil. Fix und fertig, Mann. Haben sie sich verdient. Der Kapitän wird direkt hier von Sport 1 interviewt. Capitano, ja? Glückwunsch. Hey, danke. Glückwunsch. Ja? Glückwunsch. Das war's für heute, Freunde. Wer wurde bester Spieler vom Turnier? Die Nummer 9 von Union. Weiß jemand seinen Namen? Ach, kommt noch. Ich hoffe, euch konnte dieses Video unterhalten. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Kommentation, für die Einladung an Mercedes-Benz und natürlich auch an SK Gaming. War ein richtig geiles Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Doch nichts mehr. Was labert ihr? Badisch. Zeig mal her. Badisch. Ich sag euch so, wer bei so einem Turnier bester Spieler wird, ist schon stark. Badisch. Weiter. Badisch. Kalaichi. Barisch geldi, vurdu ve gol. OM, 18 Jahre alt. Barisch. Kalaichi. Wie war das so beim Turnier? Zwölf Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen. Ausbaufähig. Offensives Mittelfeld.
Türkei, 18 Jahre alt, Vertrag bis 24, das heißt, läuft aus. Läuft aus, Digga. Mal gucken, ob Union, was Union mit ihm macht. Ich finde sowas immer voll interessant, so zu sehen und dann auch mitzubekommen, wie Vereine mit sowas umgehen. Wisst ihr, was ich meine? Genau, wie ist der von Stuttgart nochmal? Wie hieß der von Stuttgart? Komm, wir gucken auch nochmal hier. Bro, wie war nochmal dein Name? Gucken wir uns dich auch nochmal kurz an. Nein, schau erstmal hier aus dem Chat. Ich bin mit Namen Katastrophe, Digga. Marvin Kartner, Marvin. Ich mag sowas mal voll, Digga, ja. So zu gucken, wer die Spieler sind, wo sie spielen. RA, Marvin Kartner. Freiburg 19. Vertrag läuft auch aus. 16. Ach, du bist noch... Ach, du spielst noch in der U17. Und, warte mal, du bist U17, aber spielst U19 schon mit, oder wie? Oder war das nur für das Turnier oder generell? Ach, die U19 spielt... Ah, die U19 spielt Regio von Freiburg. Ach, ihr seid Oberliga. Okay. Mit Freiburg? Das ist hart. Okay. U17, 16 Spiele, 5 Tore, 2 Assists. Sag mal deine Laufbahn. Was hast du noch gespielt? Kommt das Junge? Nazio mal oder so? Nee, war? Nazio? Digga, dein Trick hat mir auf jeden Fall gefallen, was du da gemacht hast. Sehr stark, Bro. Gib auf jeden Fall weiter Gas. Ich wünsche dir nur das Beste. Du hast Potenzial. Das sieht man an einer Situation, kann man das sehen. Und wer war der andere hier nochmal im Chat? Efe Korkut. Geburtsort Spanien. Digga, kannst du für spanische Nazio spielen? Levanti sagt es. Siebzehn Jahre alt, U19 Stuttgart. Digga, du spielst als 17-Jähriger bei der U19 mit? Ey, geil. Efe Korkut Martin. Einfach halb Spanier, bestimmt halb Deutscher, oder? Krass. Sehr, sehr geil. Nein, oder? Ist der Vater der Korkut? Ach, wirklich? Ehrlich, krass, Bro, geil. Sehr, sehr geil. Ja, Bruder, es gibt doch bestimmt noch andere, die Korkut heißen. Richtig cool, Bruder, ja. Geil, Digga. Krass. U17 Spiele, also 17 Jahre alt, U19. Stark bei den Eltern. Warte mal. U19 spielen doch älterer Jahrgang und jüngerer Jahrgang, oder? Erste Jahr U19. Ja, du bist der jüngere Jahrgang U19. Ja, also es... Okay. Ich hab's gerade ein bisschen falsch gedacht, sorry. Ja, okay, stark. Geburtsort in San Sebastian, übergeil. Beidfüßig, Sehr, sehr nice. Bruder, von jedem läuft krass. Guckt mal, von wie vielen Spielern der Vertrag im, Juni ausläuft. Crazy. Wie viele von denen, wo der Vertrag dieses Jahr ausläuft? 24. Crazy. Ich schwöre, bei jedem Juli 2024. Das ist der dritte Spieler jetzt. Wir haben drei Spieler geguckt aus der Jugend. U19, alle drei. Vertrag läuft aus.